Janik, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst? Ja, ich bin der Janik Staubli. Ich bin einerseits Musiker, Sänger und spiele auch Gitarre dazu, unter dem Namen Jack Soul. Ich bin nebenbei im Moment noch am Abschluss von meinem Lehrdiplom als Gymi-Lehrer für das Fach Englisch. Und ich arbeite 50% bei der kantonalen Fachstelle für Gleichstellung vom Kanton Zürich. Was ist für dich Gleichstellung? Gleichstellung, unter dem verstehe ich eigentlich eine Gesellschaft, wo allen Menschen die gleichen Chancen offen stehen. Egal, welches Geschlecht sie sind, welches Alter sie haben, wie gross, wie klein, wie alt, wie jung, ob sie im Rollstuhl sind oder ob sie laufen, ganz normal etc. Einfach, dass wir in dem Sinn eine gleichgestellte Gesellschaft haben, wo die Leute nicht mit Stolpersteinen müssen kämpfen, sondern ja, die gleiche Chance haben. Hast du einmal einen Stein im Weg gehabt, wo du dich jetzt nicht gleichgestellt gefühlt hast? Oder weil du ein Mann bist, ein weisser Mann, bist du nicht so mit diesen Stolpersteinen in Berührung gekommen? Gibt es da Geschichten? Ja. Nein, ich glaube, ich kann ganz realistisch sein. Ich glaube, ich bin mehr oder weniger in der privilegiertesten Position, die es weltweit gibt. Ich bin ein weisser Mann, ich bin ein sehr männlich aussehender Mann. Ich bin relativ kräftig, relativ gross. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen. Ich habe Eltern, die gebildet sind. Und in dem Sinne finanziell habe ich nie irgendwie Schwierigkeiten müssen erleben. Also ich bin so privilegiert. Ja. Ich habe so einen richtigen Stolperstein, wo jetzt mir irgendwie ein Szenario im Leben verunmöglicht hat, habe ich eigentlich nie gehabt. Wo in die Materie reingekommen bist, was hat dich am meisten verknüpft? Dann sind ja die Steine, die dich jetzt nicht so tangiert haben, plötzlich sichtbar geworden. Nimm mir jetzt mal. Ja, genau. Ja, voll. Das ist wie so das Problem an dieser Gleichstellungsthematik, dass es ist ein Thema, das bei den Menschen eigentlich erst dann sichtbar wird, oder die Leute realisieren erst dann, dass es wirklich ein Thema ist, wenn es zu spät ist. Also es ist häufig so, dass Menschen das Gefühl haben, ja, das betrifft mich ja eh nicht und so. Nein, das ist alles okay. Und dann irgendwann rennen sie in eine Wand rein, wo eben so mit dieser Thematik zusammenhängt, dass eben zum Beispiel, wenn ein Mann will, das Pensum reduzieren will, um sich auch daheim um Kinder zu kümmern oder pflegebedürftige Angehörige, oder wenn es um eine Beförderung geht und eine Frau irgendwie nicht berücksichtigt wird oder so, wenn ihr gekündigt wird nach einem Mutterschaftsurlaub und so. Das sind dann wie plötzlich so Aha-Momente, wo man realisiert, das ist die Thematik. Der Stein ist da. Ja. Und es ist mega schwierig, um das den jungen Menschen, aber generell, aber vor allem auch den jungen Menschen, die sozusagen am Anfang von ihrem Leben und am Anfang von ihrer Karriere stehen, mitzugeben und präventiv zu arbeiten, weil sie so erstens so weit weg wirkt und häufig eben die jungen Menschen das Gefühl haben, das ist eh nicht, das betrifft mich dann eh nicht. Ich glaube, was mich dann irgendwann auch so wirklich angefangen hat, reizt, ist so, dass mit den jungen Menschen zusammenarbeiten und so ein bisschen vielleicht einen Beitrag dazu leisten, dass sie eben nicht über die Stolpersteine fallen, sondern genug früher aufmerksam gemacht werden, damit sie können ihren eigenen Lebens- und Karriereweg halt ein bisschen früher überdenken und eben so potenzielle Fallstricke dann aus dem Weg gehen. Und du gehst auch in Schulen wie ich, einfach nicht zum Thema ich jetzt zur Gleichstellung, sondern mehr um das Thema Behinderung. Was sind denn Fragen, die dich junge Menschen fragen, ins Thema Gleichstellung? Ja, es ist so, dass Fragen kommen eben meistens erst dann, wenn wir mal die Thematik ein bisschen aufgezeigt haben. Oder? Also es ist so, dass wir meistens halt die Stolpersteine ihnen aufzeigen, wie eben zum Beispiel, sei das, also zum Beispiel bei den Kleinen, wenn ich in einer sechsten Primarschule zum Beispiel mit ihnen darüber rede, was Rollenbilder auf einem Geschlecht basieren, was Rollenbilder für einen Einfluss darauf haben, wie sie einen Beruf wählen, oder wie das so wie Scheuklappen kann funktionieren, dass,
als junges Mädchen hat man sozusagen nichts verloren in einem Männerberuf wie Elektriker oder so. Oder? Das sind immer noch alte, veraltete Denkmuster, die immer noch total viel Einfluss darauf haben, wie die jungen Menschen wählen. In der Werbung und überall wieder das genau. Bespielt. Oder? Genau. Und ich glaube, es ist wie so, die Fragen, die dann kommen, letztlich sind, die kommen dann vielleicht eher, nachdem wir sie so ein bisschen sensibilisiert haben. Ich meine, das ist jetzt vielleicht das Thema, das noch nicht so komplex ist mit der Berufswahl, das hat man relativ einfach erklärt. Aber so Effekt von, wenn man zum Beispiel längere Zeit in einem tiefen Teilzeitpensum schafft, dann hat das totale Auswirkungen auf die Sozialversicherungen. Oder? Dann hat man Löcher in AV, Pensionskasse etc. Und je nachdem, was man für ein Familienmodell lebt und ob man vielleicht irgendwann, was ja leider heutzutage durchaus häufig passiert, geschieden wird noch oder so, je nachdem kann das zu totaler finanzieller Problematik führen im Alter dann, und das ist auch einer der Hauptgründe für Altersarmut in der Schweiz, vor allem bei Frauen. Und wenn wir an unseren Workshops oder Referaten so diese Problematik aufzeigen, dann können wir schon recht viele Fragen. Ist denn auch aus dem Gedanken jetzt, das auch ein bisschen zu bestärken, Single Dreams entstanden? Die ja. Zu bestärken? Mhm. Ja, voll. Das ist, also ich habe an der Uni habe ich im Nebenfach, neben Englisch, habe ich noch Geschichte studiert. Und in dem Studium habe ich ein Seminar besucht zum Thema Rassismus in den Vereinigten Staaten. So ein bisschen die Entstehungsgeschichte, wie das passiert ist über die Jahrhunderte hinweg und wie das auch heute noch aussieht. Und ich habe zwar schon immer gewusst, was Rassismus ist und dass es das nach wie vor gibt, und habe aber wie die meisten Leute das heutzutage eben leider immer noch das Gefühl haben, ich habe damals gedacht, das ist wie so, ich meine, nach der Sklaverei ist das dann irgendwann verschwunden, und das ist jetzt wie so, ab und zu gibt es so ein paar Vorfälle, aber im Großen und Ganzen ist das fertig. Aber ich habe dann in dem Seminar gelernt, nein, natürlich überhaupt nicht, sondern das ist ja nach wie vor, das zieht sich wie so ein Tumor durch die ganze Gesellschaft durch. Und ich habe wie einerseits die Sensibilisierung ist für mich total wichtig gewesen, zum realisieren, was da nach wie vor passiert. Aber andererseits bin ich total, durch das bin ich einerseits schockiert gewesen, aber gleichzeitig bin ich total inspiriert gewesen durch Menschen, wo das Tag in Tag aus erleben, das Erdrückende, Erniedrigende, das Tödliche, oder? Schlussendlich ja. Ist es tödlich, oder? Genau. Und ich bin einfach wie so inspiriert gewesen von Menschen, das ist so der Ursprung gewesen, aber dann hat es wie so ein bisschen, für den Song, die Message ist dann wie, hat sich so von dem aus raus bewegt, oder? Und das hat dann wie so allgemeiner einfach so, die Inspiration ist gewesen, Menschen, die so schwierige Situationen haben, wo irgendwie eben am Boden gedrückt werden oder am Boden gerührt werden und irgendwie einfach die Kraft haben, das innere Durchhaltevermögen, die innere Stärke und so der Mut und ja, der Spirit, oder auf Englisch der Spirit, um sich eben nicht aufgeben und wie sich aufrappeln und so die innere Flamme am Leben behalten. Und das ist. Wie lange hast du denn gebraucht, bis denn der Song aus dem Grundgedanken dann so fertig gezimmert ist? Bei mir ist es wie so, Songs sind bei mir. Die können mit fliegen, oder? Ja, es ist so. In den meisten Fällen ist es so, dass entweder eine Melodie oder eine Linie, also eine ja. Textlinie, irgendwie relativ aus dem Nichts plötzlich da sind. Und dann geht es recht schnell. Dann geht es 2-3 Stunden und dann habe ich wie so den ersten Entwurf. Also eigentlich, dann ist der Song wie so das erste Mal fertig. Genau. Und ich schreibe ja auf der Gitarre und habe dann einfach so ein iPhone-Voice-Recording von dem Song, oder? Und das war bei Dreams jetzt auch so gewesen. Mir ist der Text gekommen, ich hatte eine Melodie gehabt und es ist wie so, ich habe wie gewusst, was ist
Message und von dort habe ich dann wieso den Text abgeleitet. Also das Ziel gehabt, also das Ziel hast du schon gehabt, den Leuchtturm, und dann bist du wieder zurück. Ja, genau. Wann hat denn der Janik so gemerkt, dass Musik ein Ventil ist? Wirklich Musik machen mit vor Leuten spielen hat eigentlich erst 2015 angefangen, wo ich völlig verkatert auf dem Balkon auf einer verkehrt rum gespanntes Gitarre mit nur drei funktionierenden Saiten Lenny Kravitz gespielt habe vor ein paar Kollegen. Und dann haben die gefunden, ich müsse jetzt einfach mehr spielen. Ich konnte nicht können wegen der Gitarre. Dann haben sie gesagt, jetzt, wir holen jetzt den Branch. Du holst jetzt mit dem Taxi deine Gitarre. Und dann haben wir den ganzen Nachmittag, ich weiß noch, den 1. August 2015 war es, den ganzen Nachmittag auf dem Balkon, so im Innenhof, mit ganz vielen anderen Leuten auf dem Balkon und so, haben wir Musik gemacht. Und was war das für ein Gefühl? Ja, eben, es war wie so surreal gewesen, weil die Leute haben einfach amix geklatscht. Und ich han bis dahin noch nie vor mehr als zwei, vielleicht einmal drei oder vier Leute gespielt. Und ich habe nie Musik gemacht für andere Leute bis dahin. Und ich habe am Anfang gedacht, die nehmen mich hoch. Ich habe gedacht, die meinen das gar nicht so. Ich habe das gar nicht können. Ich habe mir das gar nicht zutraut, dass Leute würden Musik wirklich hören wollen, die ich produziere. Und das war so der Startpunkt von Jack Soul eigentlich. Dann die Jungs haben... Also ein verkarteter Morgen. Yes, absolut. Genau, die Jungs haben dann irgendwie angefangen, mir immer sagen, nimm doch Gitarre noch mit und so. Und ich habe auch dort immer am Anfang gedacht, nein, die meinen das sicher nicht ernst. Das kann doch nicht sein, dass die wirklich da die Musik hören und so. Und dann aber irgendwie, ja, so hat das dann... Ja, und was ist für dich jetzt Musik? Für dich persönlich? Hilft sie dir? Ist sie Ausdruck von Kreativität? Sie ist absolut meine grösste Leidenschaft. Also ich muss sagen, es hat. Also einerseits mache ich es einfach extrem gern. Ja. Der ganze Aspekt von Musik, sei das Schreiben von Songs, sei das Aufnehmen von Songs, sei das. Zum Teil aber auch recht aufwendige und nervige Bearbeiten und Verarbeiten von Songs. Es ist alles erfüllend. Nicht immer positiv, aber es ist immer erfüllend für mich. Warum ein Künstlername? Ja, das ist wie, also ich meine, ich mache ja meine Musik auf Englisch und wo ich damals für das erste Konzert, wo ich wirklich einen Künstlernamen eigentlich haben müssen, da ist eigentlich die Idee, also die Option wäre gewesen, Janik Staubli. Und das ist jetzt einfach halt irgendwie so ein bisschen, jetzt finde ich jetzt einfach, es ist nicht, dass ich jetzt etwas gegen meinen Namen hätte oder so, aber es ist jetzt einfach als Künstler, so. Englisch singend, ist das jetzt nicht so der absolute Go-To-Name. Und dann nachher haben wir wie gefunden, komm, jetzt, wir brauchen einfach einen Namen, der so ein bisschen, ja. Ein bisschen kantig. Ja, genau. So Thema Englisch ist ja auch eine grosse Leidenschaft und auch eine Passion. Mhm. Wann hast denn du so Liebe zu der Sprache Englisch entdeckt? Also ich bin früher bin ich in der Primarschule bin ich amigs ins Frühenglisch gegangen, noch zusätzlich zu der Schule. Und dann nachher habe ich wie einfach von Anfang an einfach gern Englisch geschwätzt, weil es irgendwie, ja, es ist irgendwie einfach so mir so ein bisschen von früh in die Wiege gelegt worden. Und dann ist natürlich mein Austauschjahr in Neuseeland gekommen, wo ich während dem Gymi ein Jahr lang um die ganze Welt gechattet bin, um ganz im Süden von Neuseeland ein Jahr lang leben. Und dort ist es einfach so, ich habe einfach irgendwie, es ist einfach eine Sprache, die mir irgendwie total liegt. Und wieso, wenn ich mich gut kann ausdrücken darin und und dann irgendwann ich hatte dann auch noch einen super coolen Englischlehrer am Gymi gehabt, wo ich zurückgekommen bin. Und aus dem aus ist nachher eigentlich dann die Entscheidung gekommen, dass ich Englisch auch studiere. Aber ich bin jetzt nicht der Englisch-Afficionado, wo alle englischen Bücher liest und irgendwie total versessen ist auf englische Literatur, sondern ich bin eher der, wo total interessiert ist an der sprachwissenschaftlichen Seite. Also Linguistik ist für mich viel spannender, finde ich viel spannender, wie das funktioniert. Was ist denn spannend drauf? Ich finde es einfach total spannend, wie Menschen, also wie zum Beispiel Sprachbedeutung kann von einem Sender zu einem Empfänger schicken. Oder also wie kann das sein, dass wir einfach irgendwelche Geräusche machen?
in einer gewissen Reihe vor. Und wir machen einfach Geräusche. Für andere Leute, wenn, also ich meine, wenn, jetzt, wenn zwei Russen würden neben uns miteinander reden, hätten wir das Gefühl, die machen einfach Geräusche, oder? Ja. Wir würden, also außer du redest jetzt gerade bei Zufall Russisch. Also im Kanton Zug könnte man das, aber nein. Ja, genau. Stimmt, da hat es aber ich finde das total spannend, wie es einfach so, so eigentlich Geräuschsysteme gibt, die so diverse und so komplexe Bedeutungsstränge und so, oder, können transportieren. Und wie das auch in den verschiedenen Regionen von der Welt anders tönt, noch, auch wenn es eigentlich die gleiche Sprache ist, oder mit Dialekt. Ja, mit uns ja in der Schweiz sowieso. Genau, genau, genau. Und das ist einfach, ich finde das echt total spannend. Es nimmt mich einfach Wunder, wie das, also um ein bisschen verstehen, was da dahinter, was sind da überhaupt für Mechanismen darunter. Was ist für dich der Unterschied zwischen Deutsch und Englisch? Also wo fühlst du dich eher daheim? Also wie gesagt, ich könnte mir jetzt nicht wirklich vorstellen, auf Deutsch zu singen. Das ist für mich wie so ein Aspekt von mir als Mensch, wo fürs Englisch ist. Und sonst ist eigentlich, es kommt im Fall, ich kann das nicht einfach so sagen, also es ist wie so, zum Beispiel wenn ich Sport mache im Rugby Club, dort ist wie die Sprache, die Hauptsprache ist dort, weil so viele Leute aus verschiedensten Ländern sind, ist wie die Hauptsprache automatisch Englisch, das heisst, dort ist es wieder Englisch, dann in meiner WG ist es natürlich Deutsch, mit dem Carlo, mit meinem Produzent und guten Freund, wo Gitarre spielt, ist es wieder Schweizerdeutsch. Mit anderen Kollegen ist es wieder ein bisschen Englisch mehr. Es kommt immer sehr auf die Leute und sehr auf die Situation drauf an. Und wo ist denn der Entscheid gekommen, das noch zu unterrichten, zu wählen? Das war eigentlich ein Deal gewesen mit meinen Eltern. Weil ich gefunden habe, ich will jetzt Englisch studieren und Geschichte und damals im Bachelor noch Politikwissenschaften. Das war wie so ein Deal gewesen, um das Studium ein bisschen mehr Richtung Berufsabschluss auch lenken. Also wie, genau, weil es ist ja wie, wenn man jetzt sagen wir, man lernt irgendwie oder man studiert Maschinenbau, Ingenieurswissenschaften, dann hat man nachher in dem Sinn, dann ist man Ingenieur oder Ingenieurin. Aber wenn man Englisch studiert, dann ist man nachher in dem Sinn nichts Spezifisches, oder? Also man kann jetzt nicht sagen, man ist irgendwie so ein Beruf, noch ausgebildet für einen Beruf. Und darum habe ich dann wie mit meinen Eltern den Deal gemacht, dass ich noch das Lehrdiplom dazu machen, um halt eben wie noch die Spezifizierung als Gymi-Lehrer für Englisch noch dazu nehmen. Und also das Fakt auch, also du siehst dich auch als Lehrer? Ja, ja, voll. Ich bin jetzt dran, mein zweites Praktikum zu absolvieren und ich arbeite total gerne eigentlich als Lehrer. Es ist, ich komme irgendwie gut aus mit den Kids, es ist irgendwie so eine natürliche Kommunikation und ich mache es eigentlich gerne, ich tue es eigentlich gerne vorbereiten. So die Themen sind, es ist viel Aufwand, aber es ist auch irgendwie noch interessant und es ist auch immer dann schön zu sehen, wenn Kids irgendwie Freude haben und ein bisschen mitmachen. Und ich, ja, ich sehe mich schon vielleicht als Englischlehrer irgendwann, je nachdem, was mit der Musik passiert. Ich sehe das schon auch. Und so Diskussionen wahrscheinlich, das reizt dich wahrscheinlich dann auch, oder? Ja, voll. Ich glaube, man hat wie, ich meine, das ist auch etwas, was so aus der Fachstellenarbeit, was ich spannend finde, ist, wie fest, dass man auch noch, vor allem mit jungen Menschen, noch kann so ein bisschen, wie auch also wie einen Einfluss darauf nehmen, wie sie das Leben handeln und wie sie was anschauen. Und ich es ist wie wichtig, dass man die jungen Menschen, eben mit den Werten, die wir am Anfang schon darüber geredet haben, dass man die jungen Menschen auf das sensibilisiert, dass man zuerst zum Beispiel eben einen Mensch sieht und nicht irgendwie eine Nebensache. Genau. Und allein schon durch das, glaube ich, dort ist dann eben die Literatur schon auch wieder spannend, weil wenn man dann mit all diesen Büchern und Plays und so, also Theaterstück, wo da über die Jahrhunderte geschrieben worden sind, da gibt es so viele spannende Möglichkeiten, um auch brandaktuelle Themen anzuschauen und diskutieren und so. Und da ist mir auch, da ist einem dann, ich meine, der Grammatikteil vom Unterricht ist dort vielleicht weniger spannend. Oder? Man kann es zwar vielleicht schon auch in einen modernen Text einbetten oder so, aber ich glaube, Literatur bietet schon total viel
spannende Diskussionsmöglichkeiten. Ja, Aspekte, genau. Oder wie etwas entwickelt hat. Ich habe viel, ich bin sehr geschichtsaffin gewesen, viele auch können Parallelen ziehen von da und dazu mal zu heute. Ja. Natürlich immer noch neue Setting, aber Grundprobleme sind ja gleich, absolut. Die gleichen gewesen, was dann wieder ein bisschen Kopfschütteln gemacht haben, dass wir als sogenanntes intelligentes Wesen immer wieder die gleichen Problemstellungen gleich anstehen. Oder das wird jetzt zu weit führen. Mal, Janik, ich war am Schluss, wir haben jetzt eine Stunde geredet und wenn du noch etwas willst du auf den Weg gehen, darfst du das? Und sonst bedanke ich mich recht herzlich. Ich danke dir. Hey, danke vielmals, dass du mir da unter anderem die Bühne gibst, dass ich kann, ein bisschen von mir erzählen kann. Es ist total schön gewesen, mit dir zu sprechen. Und eben, also ich, es hat mit dem Mobility Center ja schon etwas so ein bisschen am Horizont, wo da sich abzeichnet. Aber ich bin auch sonst immer gerne wieder bereit, um mit Dingen zusammenzuarbeiten oder so. Wir sehen uns immer mehrmals im Leben. Absolut. Danke vielmals. Von dem her, wir sehen uns sicher bald wieder. Und sonst sind wir ja verbunden durch deine Mutter. Absolut. Sowieso auf Social Media beide hochaktiv und immer schön. Sehr schön. Danke vielmals.